Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Da ist der Philipp. Wir sind im Auto unterwegs zur Halle, weil es heute ein neues Spielzeug gibt. Ja, also heute wird es geliefert. Dann die Ausfahrt 42 Kreuz Dortmund West nehmen. Genau, Chantal sagt uns schon, wo lang wir müssen. Ja, weil es gibt, wie gesagt, ein neues Spielzeug. Und das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Halle und dann sehen wir uns gleich wieder. Ranzig aus, aber das ist nur augenscheinlich so. Eigentlich, oh Moment, was ist das denn? Zwei weitere Türen. Ja, und ich zeige euch mal das Besondere an dem Auto. Es ist einfach mal eine US-Limo. Ja, es gab also eine Original-US-Facelift-Limo von Daniel. Und die war jetzt sehr günstig, deswegen habe ich sie gekauft und ich sag mal so, im Endeffekt hätte ich es nicht gemacht, wäre die in Teilen weggegangen, weil die ist echt gut an sich. Warum die so geil ist, zeige ich euch einmal. Also die hat erstmal natürlich den ganzen typischen Schnickschnack, die in den USA haben, also Tempomat, Fernbedienung, bla bla bla. Aber auch, und das ist halt ein Teil, was ich eigentlich für den Hatch unbedingt immer haben wollte, eine Doppel-DIN-Konsole. Ja, also die haben wir auch. Und auch wenn es gerade hier ein bisschen dunkel im Auto ist quasi, aber ja, das ist jetzt das Teil, was es jetzt neu gab für uns. Und das, was ich euch angekündigt habe, ist das Auto und da wird sehr viel Lustiges mit passieren. Dazu werde ich allerdings vielleicht in einem anderen Video was sagen oder ich schneide das hier hinten dran, ich weiß es noch nicht, weil am Montag, also kommt der EJ9 hier mit in die Halle und zwar da dann auf dem Platz. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das, also die Anlieferung vom EJ9 quasi hinterschneide oder nicht, oder in einem separaten Video, weil das ja in der Zukunft passiert. Lasst euch überraschen, das werdet ihr gleich hier sehen. Ja, ich bin auf jeden Fall mega happy, ich gucke mir das Auto jetzt noch näher an und wir sehen uns dann vielleicht gleich. Ja, und wie ihr seht, gibt es kein Bild mehr vom EJ9, wie er abgeschleppt wird. Der wurde tatsächlich, also ich habe ihn über einen Abschleppwagen in die Halle gebracht. Da gibt es so ein paar nette Firmen, die so Teile vermieten. Davon haben wir allerdings kein Video mehr gemacht. Davon gab es dann Bilder. Die werde ich hier allerdings jetzt nicht reinschneiden, die sind so spannend nicht. Das heißt, beide Autos sind in der Halle. Der EJ9 hat auch schon den Motor verloren. Und ja, auch davon gibt es jetzt nicht großartig was am Material, weil... das haben wir ja schon mit dem B16 durchgemacht und was anderes war es jetzt nicht unbedingt, weil ja, der B16 kommt jetzt bald rein. Für den EJ6 brauchte ich jetzt noch Teile, die aus dem EJ9 kommen. Heißt also, deswegen musste der Motor auf jeden Fall raus. Und ja, das alles ist so im Laufe der letzten Woche passiert. Warum das Video nicht eher kam, ist ganz einfach, weil jetzt die Feiertage noch dazwischen lagen und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und ja, ich hoffe, ihr habt ja, viele Autoteile geschenkt gekriegt oder Geld dafür. Deswegen war das jetzt ein bisschen stressig so kurz vor Weihnachten, deswegen gab es kein Video, aber ich bin noch da und keine Sorge, es gibt auch noch hoffentlich so gegen Neujahr ein Video, was ich denn mit dem EJ6, also die Limo ist ja ein EJ6, was ich mit dem vorhabe und das werde ich dann auch noch im Detail erklären und ich würde sagen, bis dahin, danke fürs Zuschauen, ja, danke für den Support. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage.
Wir sehen uns. Ciao.